Ahoi miteinander! Ich sag's euch, bei so einem schönen Wetter möchten wir eigentlich nur noch eins aufs Wasser. Und das haben wir auch gemacht. Gestartet sind wir in Neustadt an der Aisch. Und dann ging es relativ schnell zu einem Dorfauto, wo die Kirchengemeinde mit dem Pfarrer gemeinsam sich darum gekümmert hat, dass die Leute ein Carsharing-Auto haben, was sie gemeinsam nutzen können. Dann ist gleich weitergegangen zu einem Bio-Bäcker, der eine tolle Philosophie hat. Das Mehl mahlt er an dem Tag, wo er es braucht, um damit die Nährstoffe wirklich alle erhalten bleiben. Und am Sonntag ist die Bäckerei zu, genauso wie bei uns im Wahlkampf, denn er sagt, es braucht einen freien Tag für die Familie und die ganzen Frauen, die bei ihm im Betrieb arbeiten, die sollen auch einmal den Sonntag haben. Und zum Abschluss haben wir in der Bäckerei noch ein Ratespiel gemacht. Wie heißen jetzt eigentlich die Schrippen, Brötchen, Semmeln oder wie auch immer? Wir sind nämlich jetzt in Unterfranken angelangt und ich kann euch gleich mal sagen, die Sprache ist schon sehr faszinierend. Denn wir sitzen hier nicht in einer Zuin drinnen, wir sitzen hier in einem Schelcht mit dem Obermeister der Fischereizunft hier und der hat uns ein bisschen gezeigt, wo die Probleme so sind am Main entlang. Denn wir sehen eigentlich nichts, aber unter Wasser sieht man bald auch nichts mehr, denn die Fische, die sterben aus. Zum einen wegen dem Kormoran, der eigentlich gar kein einheimischer Vogel ist, der ist ein Zugroster. Und der die ganzen Fisch wegfrisst, aber vor allem sind die Fische vergangen, weil sie keine Wassertiefe mehr haben in den Seitenarmen, weil es die Seitenarme nicht mehr gibt und weil unsere Bundeswasserausbaubehörden nur eines im Sinn haben, nämlich die Wirtschaft, damit die großen Hotel- und die großen Schubverbände hier möglichst schnell durchkommen. Ich sage euch was, es ist eine traumhafte Gegend hier, weil wir müssen uns um unsere Natur schon kümmern. Und darum ist die Forderung, die Natur und der Mensch vor der Wirtschaft. Und jetzt packen wir es weiter. Wir genießen jetzt noch. Und vielleicht springe ich auch noch eine. Aber das sage ich euch nicht. Servus, gehört euch.